Ja, hallo, mein Name ist Ralf Levelin und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass wir heute hier gemeinsam uns unterhalten können über die Bücher, die geschrieben worden sind. Kann uns ein Ralf Levelin sagen, wer Ralf Levelin eigentlich ist? Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Nun, sicherlich gehört zumindest mal zu dem, weswegen wir uns heute hier unterhalten, eine große Portion Fantasie dazu, Neugierde gehört dazu. Und was die Bücher jetzt direkt angeht, die Cynthia-Reihe, die entstanden ist, natürlich auch eine gewisse Historie mit meiner Tochter, die da ein bisschen mit eingespielt hat. Mit meiner Tochter, ich bin alleinerziehender Vater und so wie die meisten alleinerziehenden Elternteile bekommen natürlich ihre Kinder hautnah mit. Das heißt ungeschminkt und das kann nicht geteilt werden mit einem anderen Lebenspartner. Und man merkt einfach, wo sind Mankos, also die Kommunikationskultur, der Habitus, die Sprache, die miteinander gesprochen wird, die Wertevorstellung, die sehr unterschiedlich ist zwischen den Generationen. Das bekommt der alleinerziehende Elternteil natürlich hautnah und ungeschminkt mit. Und in diesem Zusammenhang versucht man zu analysieren, was da genau passiert und warum man hier so eine gestörte Kommunikation einfach miteinander hat. Und das würde ganz maßgeblich mit zur Cynthia-Reihe. Die Cynthia-Reihe besteht aus mehreren Teilen. Wie viele Teile soll es noch geben? Also dieser Cynthia-Zyklus wird sicherlich bestehen am Ende aus 7, 8 Bänden. Und ich sitze jetzt zurzeit am dritten Band mit dem Titel Der Ring, Cynthia der Ring. Und nach diesem Band sollen die Leser wesentlich stärker mit eingebunden werden in diesen Zyklus, um daran mehr teilhaben zu können, auch ein bisschen mehr den Zyklus auch mitbestimmen zu können. Sie waren ja nicht von Kindesbeinen an Schriftsteller. Wie kam es denn zur Schriftstellerei? Ich habe Informatik studiert, also ich komme aus einer ganz anderen Ecke und habe begonnen mit Fachbüchern, habe mehrere Fachbücher geschrieben über verschiedene Themen. Und habe auch dadurch ein bisschen so die Liebe zu dem Recherchieren und auch die Liebe zur Schreiberei gefunden. Und so ist das auch ein bisschen zu verstehen. Der erste Band begann 2005 zu entstehen, dauerte aber fast 4 Jahre, bis er dann doch mal zur Veröffentlichung kommen konnte, beziehungsweise abgeschlossen werden konnte, weil man da auch sehr viel lernen muss bei dem Schreiben. Aber das Schreiben, das hat mich schon längere Jahre begleitet. Wie entsteht denn so ein Buch, so eine Geschichte? Sehr unterschiedlich. Das ist sicherlich sehr themenbehaftet, was dieses Vorgehen letztendlich angeht. Bei einem sehr rechercheintensiven Manuskript, bei einer Geschichte, wo man sehr viel nachschlagen muss, wird man mit Sicherheit anders vorgehen müssen wie bei einer völlig reinen Fantasy-Geschichte. Aber man braucht zumindest mal einen Plot. Man muss sich überlegen, worum geht es in meiner Geschichte? Man braucht seine Protagonisten, die diesem Plot auch entsprechen. Das heißt, die müssen ausgeformt werden und diese Geschichte entsteht um diese Aussage, die man treffen möchte, herum. Also der Plot ist das Zentrum und man entwickelt dann die Geschichte, die letztendlich auch eine Veränderung der Protagonisten oftmals mit einhergehen lässt und so entsteht eben die Geschichte. Aber sie verändert sich auch natürlich während dem Schreiben. Gibt es Vorbilder für Sie? Es gibt sicherlich mehrere Vorbilder, aber was jetzt die Fantasy-Geschichten angeht, und damit hat ja das Schreiben im Romansektor begonnen, gibt es natürlich ganz spezifische Vorbilder. Zwei möchte ich da hervorheben, das ist Michael Ende mit der unendlichen Geschichte und Tolkien mit Herr der Ringe. Beide dieser Werke sind sehr inhaltlich stark, haben eine starke Aussagekraft, auch wenn sie oftmals vom Leser unterschätzt werden und natürlich dann später auch durch die Filme verballhornt werden. Also man erkennt oftmals nicht mehr dann am Ende, worum es geht, aber es ist eine ungeheure Tiefe in diesen beiden Werken. Wie gehen Sie denn beim Schreiben vor? Wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Also der Tagesablauf ist absolut grausam. Nein, ist er nicht. Ich stehe eh sehr gerne früh auf. Das heißt, mein Tag beginnt zwischen 4:30 Uhr und 5 Uhr. Und die ersten 2 Stunden gehören dem Schreiben. Und da ist man zumindest mal ich persönlich am konzentriertesten und man wird nicht abgelenkt durch Telefonate und ähnliches. Und nach diesen 2 Stunden beginnt dann die
eigentliche Arbeit, mit der dann das Brot verdient werden muss, von dem man letztendlich lebt. Ja, und da habe ich zwei Firmen, einmal eine Unternehmensberatung, die 1999 gegründet wurde, und ein Immobiliengeschäft mit mehreren Filialen im Rhein-Neckar-Raum gegründet 2006. Und das sind die zwei brotverdienenden Teile in meinem Leben, und das Schreiben ist leider auf den morgendlichen Ablauf verdammt. Ja, leider nur frühmorgens. Ist das Schreiben Ihre Leidenschaft? Könnte daraus noch Ihr tatsächlicher Beruf werden? Mit Sicherheit spielt dieser Hintergedanke mit, irgendwann mal nur noch zu schreiben. Schreiben ist also wirklich ein sehr kreativer Akt. Es ist ein wunderschöner Akt, eine Welt aufzubauen. Und bei dem Schreiben passiert es auch immer wieder, dass man zwar eine Geschichte so in etwa im Kopf hat, aber plötzlich verselbstständigt sich die Geschichte und man schreibt eigentlich nur noch nieder, und das relativ schnell, so schnell wie es geht, was man da erzählt bekommt, was die Protagonisten einem erzählen. Und hinterher, wenn man es sich so durchliest, denkt man, hey, das ist wirklich eine interessante Geschichte. Von wem kommt die? Und also schreiben, das wollte ich nicht missen. Sicherlich kann man sagen, es wäre schön, wenn man irgendwann nur noch schreiben könnte, aber das hat noch so seine Zeit. Sprechen wir über den Funken zur Idee, also den Ursprung zur Synthia-Reihe. Wo liegt denn der genau verborgen? Begonnen hat es etwa 2005 mit Synthia der dunkle Fürst. Hier ging es um ganz spezielle Werte, die ich bei der Kommunikation zwischen mir und meiner Tochter einfach vermisst habe. Und es ist sehr, sehr schwer als Erwachsener, dann auch einem Kind wirklich beizubringen, worauf es im Leben, zumindest aus seiner Sicht, wirklich ankommt. Also es gibt Dinge, die sind sehr wichtig, wie zum Beispiel eben dieser Akt der Selbsterkenntnis, dass man weiß, wo man steht und wer man ist, und dass man sich nicht so viel von außen aufbürgen lassen sollte. Aber es ist schwierig, dann das rüberzubringen und das zu erklären. Und in diesem ersten Buch habe ich gerade diesen Wert sehr stark erstmal behandelt, möchte ich mal sagen, aber jetzt nicht als Wert postuliert, sondern eben auch versteckt hinter einer Geschichte, hinter einer Erfahrung, die sie hat machen müssen, um die Aufgaben, die an sie gerichtet sind, auch lösen zu können. Und das ist so ein bisschen der Ursprung, einfach, dass in den Büchern, ganz speziell im ersten, das setzt sich ja dann aber dann fort, hier etwas weitergegeben werden soll. Was hat Ihre Tochter dazu gemeint? Gar nichts, sie hat es noch nicht gelesen. Wahrscheinlich hat sie Angst, dass sie manipuliert werden soll. Hätte Ihre Tochter denn daran schon Interesse? Es handelt sich ja um relativ dicke Bücher. Es sind relativ dicke Bücher, die Geschichten sind nicht sehr schmal, das ist richtig. Also man muss sich schon ein bisschen durchkämpfen, wobei sie sind, denke ich und hoffe ich, auch spannend, sodass es kein Kampf, sondern ein Vergnügen ist. Aber sie wäre durchaus in der Lage, aber noch hat sie es nicht gelesen. Warum sträubt sie sich davor? Wir haben uns da auch schon drüber unterhalten und sie meinte, ach nö, ich weiß nicht, also Fantasy-Geschichten, die interessieren mich nicht so sehr. Sobald du den ersten Thriller auf dem Markt hast, den werde ich dann lesen. Aber vielleicht sträubt sie sich auch ein bisschen davor, zumindest mal vor dem Hintergrund der Intention, die auch ein bisschen da drin verborgen ist, mindestens unterschwellig, das Buch dann auch wirklich zu lesen. Aber ich weiß es nicht genau. Es ist doch eigentlich ein Buch extra für Ihre Tochter. Für sie und für alle anderen Jugendlichen, die auf der Suche sind, so wie eigentlich jeder Jugendliche auf der Suche ist. Und für sie und auch für alle anderen Jugendlichen, die durch die mediale Überpräsenz in unserer Gesellschaft gar nicht mehr wirklich Orientierung bekommen können. Also die haben es sehr, sehr, sehr schwer. Und es ist sicherlich auch für alle Jugendlichen und natürlich auch für meine Tochter, die eben durch diese Orientierungslosigkeit und auch durch die vielleicht pubertärbedingte Vorsicht von Erwachsenen, etwas anzunehmen, dahin irren. Und oftmals auch frustriert sind, weil sie diesen neuen postulierten Ideale innerhalb der Gesellschaft gar nicht entsprechen kann. Und für die alle soll dieses Buch sein, vielleicht ganz speziell für sie, aber eigentlich für alle Jugendlichen, die ernsthaft auf der Suche nach sich sind, wo sie stehen, nach ihrer eigenen, in Anführungsstrichen, Bestimmung. Ich möchte es da auch nicht überbewerten, aber doch, die einfach wissen wollen, wer bin ich, wer kann ich sein in der Gesellschaft, woraus besteht Gesellschaft, sind Freunde wichtig und solche Dinge eben mehr,
die für ein Menschwerden eigentlich unerlässlich sind. Sie haben die mediale Überfrachtung unserer Gesellschaft angesprochen. In all den Filmen und Schriften findet man auch jede Menge Fantasy, allen voran zum Beispiel der Herr der Ringe oder Harry Potter. Was macht Cynthia anders im Vergleich zum Beispiel zu Harry Potter? Also Herr der Ringe ist nicht wirklich für Jugendliche geschrieben. Harry Potter ist für Jugendliche, aber hat eine andere Intention. Cynthia soll auch vermitteln, worauf es im Leben ankommt und welche wichtigen Stationen es im Leben zu meistern gilt. Und um die Barrieren zu sich selbst und auch zu der eigenen Zukunft, die gestaltet werden muss, vom Jugendlichen zu überwinden. Also dafür ist Cynthia mit da. Harry Potter ist eine wahnsinnig spannende, gut geschriebene Geschichte, aber nicht unbedingt mit dieser Intention und Zielrichtung. Das ist eine andere Zielrichtung, aber man muss Harry Potter zum Beispiel wahnsinnig dankbar sein, denn sie hat Jugendliche tatsächlich wieder stark ans Buch geführt und das alleine schon ist eine Auszeichnung wert. Cynthia ist für Jugendliche geschrieben, aber warum heißt Cynthia eigentlich Cynthia? Cynthia ist entstanden einfach der Name. Ich muss jetzt leider auch spekulieren, es ist ja doch einige Zeit vergangen, 6 Jahre, aber Cynthia ist mit der Zeit entstanden im ersten Werk. Es soll weitere Werke geben und in den künftigen Cynthia-Geschichten soll der Leser mehr eingebunden werden, haben Sie gesagt. Was bedeutet das genau für den Leser? Normalerweise eben bei einem Buch ist der Leser zwar in die Geschichte verwickelt, er ist also nicht nur ein Voyeur, sondern er ist da ein Stück immer mit drin, aber was wir mit Sicherheit oder was wir erreichen wollen, ist eine aktive Gemeinschaft zu kreieren, die sich A in die Geschichten intensiv einlässt und B eben die weiteren Geschichten mit beeinflusst. Das heißt, die Dinge, die eben so vielleicht auch Probleme bedeuten für viele Jugendlichen, die können natürlich auch in diese Geschichten mit einfließen. Also diese Bücher sollen A natürlich spannend sein, das müssen sie, sonst werden sie nicht gelesen. Und die Sprache der Bücher verändert sich auch, weil nämlich Cynthia immer älter wird und somit auch immer eine ältere Gruppe von Lesern zugänglich macht. Und dann wird sich natürlich inhaltlich, sprachlich einiges ändern, aber ganz am Ende soll eben der Leser immer ein Teil von der Geschichte sein, seine Gedanken mit einbringen können. Und begonnen haben wir jetzt natürlich auch mit den Bildnissen der Protagonisten, die ich anfangs sicherlich unbewusst, aber jetzt bewusst im Dunkeln gelassen habe, so dass der Leser eben sich jetzt schon mit einbringen kann, indem er von den Charaktereigenschaften auch ein bisschen die äußere Gestalt der Protagonisten eben mit formen kann. Was heißt das in der Realität? Also jetzt in dem Fall ist es ganz banal. Der Leser kann sagen, wie sehen Cynthia eigentlich aus? Und wir machen auch ein Preisausschreiben. Wie sieht Torfmuff aus? Wie sieht Adramal und Mark? Wie sehen die letztendlich aus? Sie können natürlich auch Bilder malen. Also auf der Facebook-Seite von Cynthia gibt es eben solche Möglichkeiten, Bilder auch einzusenden. Und auch, dass wir immer wieder jetzt auf Facebook und auf anderen Medien, Social Networks, bestimmte Passagen, worum es bei Cynthia geht, einstellen, dass eben dann da der Leser sich dazu äußern kann, wie er dazu denkt. Und da aus diesem ganzen Topf, der jetzt entsteht, sollen auch viele Ideen umgesetzt werden in den nächsten Werken, weil das ist dann zumindest mal sehr authentisch. Ralf Levelin, meine Damen und Herren, Autor der Cynthia-Reihe. Die Geschichten sind bisher im Projekte-Verlag erschienen.